Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man Kreise zeichnet, aber nicht nur, denn einen Kreiszeichnungsbefehl oder so einen Circle-Befehl gibt es gar nicht bei JavaScript, aber dafür gibt es den Befehl Arc und der ist hinreichend kompliziert. Ihr findet hier sechs verschiedene Parameter, die ihr übergeben müsst. Und zwar einmal, und das ist ganz genau wie beim Kreis, findet ihr x und y, um den Mittelpunkt anzugeben. Dann gebt ihr den Radius an, um den Abstand vom Mittelpunkt, also von der Kreislinie, den Abstand vom Mittelpunkt anzugeben. Und dann findet ihr einen Startabschnitt und einen Endabschnitt. Und das zeige ich euch am besten live, wie man das, was das bedeutet. So, und dann zum Schluss gebt ihr noch eine boolsche Variable an, also ein 0 oder eine 1, ob der Kreis oder Kreisabschnitt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet wird. So. Und dann könnt ihr euch auch schon vorstellen, warum man damit auch Kreise zeichnen kann, wenn ich nämlich sage, der Startabschnitt und der Endabschnitt berühren sich. So, dann entsteht daraus ein Kreis, weil eben sozusagen der volle Kreis auch gezeichnet wird. Arc, das ist eigentlich für einen Bogen, also für einen Teil eines Kreises, die Bezeichnung. So, aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Wir gehen in unser Programm hinein. Ich muss als allererstes einen Pfad öffnen. Begin Path. So, und dann gebe ich an Brett.arc. Und ich möchte das Ganze, sagen wir mal, auf 100 und 100, das soll der Mittelpunkt sein, dann soll der Kreis einen Radius von 80 haben. So, und jetzt kommen diese Winkel oder das, was ich ja Startabschnitt und Endabschnitt bezeichnet habe. So, und die gebe ich nun in der Form von Pi-Zahlen an, und zwar dem mathematischen Pi. Das ist, wenn man das in einen Wert umrechnet, das ist eine Konstante, ist das ungefähr 3,14, also 3,14. Und wenn ich beim Erstabschnitt 0 angebe, dann gebe ich hier im Prinzip an, der Teil von dem Kreissegment soll 0 sein. Und in dem zweiten gebe ich jetzt einfach mal 3,14 an, also ungefähr Pi, und dann möchte ich das Ganze in Uhrzeigerrichtung gezeichnet haben. So, gebe an Brett.stroke, also lasse mir jetzt die Umrisslinie zeichnen, und Punkt und dann Cloth Path. So, jetzt mag ich dem Ganzen noch eine andere Farbe geben, Brett. Fill Style, und da möchte ich jetzt einfach mal ein Rot haben, so einfach damit das dann schön zu sehen ist. Ne, nicht Fill Style, sondern Stroke Style. Entschuldigung. So, und jetzt speichere ich das Ganze ab und wir schauen uns das Ganze an. So, hier seht ihr meine kleinen Experimente damit. So, und jetzt macht er mir gerade gar nichts. Warum macht er mir gar nichts? Vermutlich, weil ich irgendetwas vergessen habe, was man nicht vergessen sollte. Setzen wir hier mal 3 rein. Sonst... Ah, guckt mal hier hinten. Das darf nicht sein, also kein Doppelpunkt hinsetzen. So. Ja, und jetzt seht ihr hier, habe ich hier einen roten Kreis. Und um mir das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, kann ich mir hier auch nochmal den Mittelpunkt setzen. Stroke
Nee. Aber es ist einfach mal gefülltes Rechteck, fill rect, und dann machen wir mal ja, 99,99 als linke obere Ecke und dann drei Punkte. So. Und genau vier Werte braucht das fill rect. So, das speichern wir mal ab und sehen uns das Ganze an. So, und jetzt hat er mir hier, ja, so. Das erkläre ich euch gleich noch, warum das Ganze jetzt orange wird. So, und jetzt hat er mir hier etwas gezeichnet, aber nicht das, was ich haben wollte. Halt fill rect. Ja, wie auch immer. Genau, ich weiß, woran es liegt. Ich muss noch die Farbe für das für die Füllung, die muss ich noch ändern. Dann nehme ich jetzt auch mal Red. So, sonst zeichnet er mir die nämlich die Füllung schwarz. So, das darf nicht sein. So. Hätte ich es da ganz nach hinten gesetzt, dann hätte mir jetzt die Füllung in dem Farbton Chocolate reingesetzt, aber das wollte ich ja nicht. Ne? Gut, so. Und jetzt seht ihr, hier sitzt der Mittelpunkt. Und der Mittelpunkt, ja, also man kann es ja jetzt nur per Augenmaß machen, ist eben genau ungefähr gleich zu der ganzen Kreislinie entfernt. So. Wenn ich jetzt einen vollständigen Kreis haben will, was man ja gelegentlich mal gerne haben möchte, dann kann ich mir hier also den Anfangswinkel auf 0 setzen und kann sagen, naja, ich könnte jetzt ausrechnen 3.14, das ist ungefähr die Hälfte des Kreises, dann mache ich einfach mal 6.28 und dann würde das Ganze so aussehen und das sieht schon geschlossener Kreis. Ich kann aber auch mit mathematisch exakter arbeiten. Und zwar gibt es bei JavaScript gibt es ein Modul, das heißt, nennt sich Math, also Mathe. Und das hat eine Konstante, die nennt sich Pi. Und die rufe ich auf über math.pi. Und dann habe ich nämlich ganz exakt den Endpunkt. Und das Ganze muss ich jetzt, weil ich ja nicht Pi haben möchte, sondern 2 mal Pi mit 2 mal nehmen. So. Und dann kriege ich sozusagen eine mathematisch wesentlich exakteren Kreis. Ne? Es hat vorher genauso ausgesehen, wenn wir den Kreis jetzt groß machen würden, dann würden wir sehen, dass tatsächlich dort irgendwo noch eine kleine Lücke drin ist, weil Pi ein bisschen größer ist als 3.14. Ne? So. Und diese Konstante, die übergibt uns dann Pi mit einer größeren Genauigkeit. Ganz genau ist es auch nicht, weil Pi eine Zahl ist, die unendlich ist, die also Nachkommastellen unendlich viele hat. Und sowas berechnen die Computer nicht, denen reicht das dann, wenn das eine größtmögliche Exaktheit hat für die Darstellung. Uns reicht das auch. Wir wollen einen geschlossenen Kreis haben und nicht einen mathematisch geschlossenen Kreis. Gut, das kann ich zum Beispiel machen. Ich kann ein Kreissegment von einem Viertel kann ich zum Beispiel darstellen, indem ich Pi durch 2 teile. So, dann habe ich genau ein Viertel. Und so kann ich auch ein Achtel herstellen, ein Sechstel und so weiter und so fort, je nachdem, was ihr jetzt genau braucht. So. Ich weiß, also ich mache das jetzt hier für meine Schüler auch und für die Fünft- und Sechstklässler. Die haben diese Kreisberechnungen alles noch nicht gehabt, aber man kann ein Gefühl dafür entwickeln, indem man viel damit ausprobiert, herumprobiert, was kann man damit darstellen. Das empfehle ich euch auch, das empfehle ich euch auch sowieso, weil die Berechnung von Kreisen und das Darstellen auf dem Bildschirm etwas Unterschiedliches ist. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, was programmiere ich dort überhaupt, ist das Ausprobieren einfach wichtig.
Gut, erinnert euch bitte daran, ich bringe es nochmal hier auf den Bildschirm, Mittelpunkt, hier x und y, Radius des Kreises, ihr könnt ihn also größer oder kleiner machen, dann Startabschnitt und Endabschnitt mit der Berechnung von Pi, ein vollständiger Kreis ist 2 mal Pi, und dann eben, ob ihr den Kreis im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zeichnen wollt. Wenn ihr einen Kreis zeichnet, einen geschlossenen Kreis, dann ist es tatsächlich relativ egal, ob was ihr hier hinten angebt. Ansonsten ist es natürlich wichtig, weil sonst euer Segment in die eine oder in die andere Richtung zeigt. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen mehr, was man mit diesem Arc machen kann. Bis dann.